Hi Leute, willkommen zu dem fünften Match zwischen DRG und MMA, den Helden mit in Abkürzungen sozusagen, einem epischen ZVT mit viel Mindgame in einem unaussprechlichen Turnier, das ihr garantiert alle kennt und ich nicht und naja. Aber ich habe einen kleinen Fehler gemacht und zwar heißt dieser MVP DRG nicht Dragon, sondern Don Ragoon. Oder so ähnlich spricht ihn Day 9 aus. Denn das eine Spiel, ich glaube, es war das dritte. Ein Spiel hat Day 9 heute Nacht in seinem Day 9 Daily 485 oder so durchgenommen. Und ich dachte so, nein, das kann nicht wahr sein. Das ist mir schon so häufig passiert, dass als ich damals Replaycasts gemacht habe, und ich habe weiß Gott nicht viele gemacht, dass ich immer Replays genommen habe, die auch Day 9 in seinen Day 9 Dailies drangenommen hat. Und dann ist es immer so gewesen, dass die Leute, die meine Videos gucken, auch schon Day 9's Meinung sozusagen gehört hatten. Und das ist natürlich interessant, wenn man die Meinung von zwei Leuten, die sich mit Theory Crafting auseinandersetzt, zu einem Replay hört. Aber dann, ich fühle mich dann halt immer irgendwie so klein mit Hut, weißt du? Wenn Day 9 dann über irgendwas eine andere Meinung hatte, dann denke ich mir so, wahrscheinlich, vielleicht hatte er recht. Ne? Aber naja, ich fand selber interessant, das Spiel aus seiner Sicht zu sehen. Ja, so ist das. Also Day 9 Daily 485 oder so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich habe Basti die Replays geschickt von dem gesamten Turnier. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein paar VODs zu anderen Begegnungen macht. Und wenn ihr normalerweise nicht auf formaj.de rumsurft und nur oder ja auf meinem YouTube-Channel aber des Öfteren seid und euch denkt, Mensch, dann gucke ich mir die anderen Spiele von diesem ziemlich sagenhaften Turnier auf Bastis Hausseite homerj.de an. Dann schreibt bitte unbedingt einen Kommentar rein, dass ihr vom YouTube-Channel von mir gekommen seid. Ich weiß, das ist vielleicht nur eine Handvoll von euch, die sowas, auf die das zutrifft. Das würde mich sehr freuen. Das würde mich einfach episch freuen. Wir sehen jetzt hier in diesem letzten Match, steht mittlerweile 2-2, wenn ihr die anderen Matches nicht gesehen habt, auf meinen YouTube-Channel gucken, Leute, da sind die anderen Matches, die waren ziemlich gut und das Mindgame ist ziemlich hart, denn durch das Mindgame denkt sich jetzt der Zerg, mein T-Gegner expandiert ständig zweimal ziemlich schnell und ich kann nichts dagegen unternehmen, also expandiere ich zweimal ziemlich schnell und zwar zwei Hatcheries bevor Spawning Pool, das ist schon ziemlich krass. Und was wir hätten erleben können, wäre wieder ein früher Angriff mit zwei Proxy-Barracks. Aber in diesem Fall hat sich Don Ragoon wahrscheinlich gedacht, ich habe keine Ahnung, wo die Info herkommt, dass er weiß, dass er zwei Hatcheries vor Spawning Pool spielen kann. Aber auf jeden Fall hat er sich gedacht, nein, dieses Game wird er mich nicht früher angreifen. Und seine Drohnen sorgen jetzt dafür, dass die Marines sich eher in die andere Richtung bewegen müssen, als auf seine Mineral Line hinzu. Und da kommen jetzt endlich die ersten Zerglinge an. Für unseren Zergspieler. Und MMA auch wieder mit seiner nächsten Expo. Die er ja noch nicht aufsetzen kann. Der Terran muss natürlich immer erst noch ein bisschen turteln. Hier so ein Wall inbauen, ein paar Units haben, die er dann verschieben kann, um seine Bases zu verteidigen. Und na, vielleicht ist das ein Grund, ich weiß nicht, was den Zerg bewegt. Vielleicht wisst ihr es ja, was den Zerg bewegt, Doppel-Expo zu spielen, nachdem der Terra so viel Druck gemacht hat auf ihn. Weil wenn es 2-2 steht, dann spielt man nichts, wo man sich denkt, naja, wenn ich jetzt falsch liege, dann bin ich raus. Sowas macht man normalerweise, wenn es 0-0 steht oder wenn man irgendwie 2-1 vorne ist oder sowas. Ja, die Linie versuchen hier zu scouten, aber natürlich steht der Terra mit seinen Marines separat. Und wir sehen ein relativ schnelles Starport. Naja, 6 Minuten 20. Es ist halt nahezu typische Geschwindigkeit, wenn man davon absieht, dass zuerst zwei Command Center gebaut wurden. Und deswegen hat dann eben auch nur eine Refinery gereicht. Denn wenn man die erste Refinery sehr früh baut, surprise, surprise, und nebenbei noch ein paar Echsen hinpflanzt, dann kann man eben auch den langsamen Starport-Tech mit nur einer Refinery unterstützen.
über das TechLab geswitcht, um wahrscheinlich ein sehr schnelles Banshee zu bekommen. Was auch sonst. Ich denke mal, Fast Raven wird heutzutage nicht mehr gespielt. Und hier sehen wir einen Spinecaller, um gegen genau diesen Hellion hier safe zu sein. Wunderbar, wie DRG sein Gegner hier predicted. Okay. Da hätte er wahrscheinlich mehr Drohnen erwischen können. Und dieser eine Hellion ist echt ein kleiner Held, weil der hat schon 3 Kills. Heftig. Setzt jetzt DRG ziemlich unter Druck. Der seinerseits wie viele Queens hat? Ups, wo ist es? Er hat 4 Queens am Start. Produziert noch 2 weitere. Geht also auf 6 Queens, doppelt expand. Und bleibt auf T1. Weil, auch das hatte Day9 so ein bisschen herausgestellt. Es gibt ziemlich viele komische Timings, um komische Sachen zu machen. Fand ich ziemlich gut. Und deswegen bleibt halt der Zerg erstmal sehr lange auf T1. Nimmt nicht so viel Gas und droned erstmal ordentlich, um ein ordentliches Income zu haben, verteidigt sich nur mit Queens. Und zur Not würde er noch ein paar Speedlinge bauen. Aber er hat ja gesehen, dass sein Gegner auch eine Fast Expo gespielt hat. Also ist er eine Zeit lang safe. Jetzt werden hier noch ein paar Spinecrawler aufgebaut. Und er hat nicht gesehen, dass hier auf Fast Benches gespielt wird. Aber DRG hat ja jetzt gesehen, dass MMA sehr gerne Banshee spielt. Deswegen hat er sich überall schon abgesichert und hat den ein oder anderen Sporecrawler gebaut. Ein kleiner Unterschied zwischen Day9s und meiner Betrachtung war, da bei diesem Spiel, das er heute Nacht in seinem 485. Daily oder so drangenommen hat, ich meinte, er hat zu wenig Sporecrawler. Wenn sein Gegner jetzt Sporecrawler must, Banshees must, dann sieht er schlecht aus. Day9 hat tatsächlich gesagt, er hat zu viele Sporecrawler gebaut. Mit 2 hat er übertrieben. Finde ich krass. Ja, finde ich einfach krass, dass er das so sieht. Ich denke nicht, dass er übertrieben hat, sondern er hat den perfekten Mittelweg gewählt. Denn Day9 und auch ich, wir sind nur ganz normale Betrachter. Gut. Der Viking hier als Follow-up zu dem Starport, dem ersten Banshee sozusagen, um vielleicht den einen oder anderen Overlord zu jagen. Witzig ist, dass Starport sein Tech-Lab an die Barracks hier abgegeben hat. Und die nächste Expo wurde mittlerweile aufgesetzt. Jetzt geht das nervige Gedroppe los. 10. Minute, 11. Minute, dann sind Medivacs, Marines, Stim da und dann muss man eben als Zerg ein bisschen aufpassen, wie man das mit seinen Bases handelt. Mittlerweile haben wir dann aber doch mal einen Leertech und wir sehen hier einen Spire. Sowie Centrifugal Hooks. Das bedeutet, Zerklinge lernen das Kullern, sobald sie Banelinge geworden sind. Und Double Upgrades 1-1 für Zerklinge. Währenddessen wir bei dem Terra Schilde sehen, 2-2 Upgrades für die Marines, den ein oder anderen Tank, der geaddet wird, Bunker. Also die beiden Hardcore-Makro-Game. Wahrscheinlich eben auch, weil es 2-2 steht. Wenn 2-2 steht, wie ich vorhin gesagt habe, will man ungern irgend so ein All-In fabrizieren oder so. Sondern dann probiert man schon, das Spiel irgendwie auszuspielen und alles aus sich herauszuholen, sozusagen. Außer man gibt sich halt keine Chance. Ne? Wenn man sich schon aufgibt, dann macht man so Sachen wie 10-Pool oder so ein Blödsinn. Das zeugt halt davon. Also, ne, wenn's jetzt das letzte Spiel ist und man muss das gewinnen sozusagen, um weiterzukommen, und dann holt man den 10-Pool raus, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass der Spieler einfach nervös ist und glaubt, dass er kaum eine Chance hat gegen den anderen Spieler. Jetzt wird hier mittlerweile die 4. Base aufgesetzt. Der Zerg möchte natürlich möglichst schnell auf, wenn es geht, 5 Bases gehen, also 10 Geysire. Das wäre traumhaft. Natürlich wird der Terra das zu verhindern wissen. Währenddessen der Terra jetzt hier eigentlich ziemlich komfortabel ist mit seinen 2 zusätzlichen Bases. Und der G jetzt mit seinen ersten Mutalisken kann jetzt hier die Banshee mit 7 Kills aufsammeln. Und greift jetzt hier die Expo an. Allerdings ohne Creep sind die Banelinge immer semi-erfolgreich. Und hier oben stehen noch einige Marines parat, die DRG, nee Quatsch, die MMA, auf der Chokes ein bisschen versteckt hat. Sodass Don Ragun seine Banelinge hier einfach fahrlässig
in die Tanks geschickt hat. Und somit hat MMA jetzt hier durch das Verstecken von so ein paar Marines seine Expo gesichert. Ziemlich cool gemacht. Und der G probiert jetzt hier den nächsten Anlauf. Es steht wieder ein Siege Tank da. Die Banelinge werden von dem Siege Tank mit einem Schuss völlig auseinandergefetzt. Und damit ist die Echse total safe. Und der Zerg eher in einer ziemlich schwierigen Situation, denn er hat gerade ziemlich viele Units verloren. Und Druck machen auf den Terra ist jetzt erstmal überhaupt gar nicht mehr möglich. Währenddessen aber MMA ein bisschen zu inaktiv ist, würde ich sagen, was Drops angeht. Das hat ihm natürlich hier bei der Verteidigung seiner Ex stark geholfen. Aber er sollte jetzt anfangen, an möglichst drei Stellen gleichzeitig rumzudroppen. Währenddessen hier allerdings meistens nur eine Stelle zu sehen ist. Also hier, den hier hat er schon längst aufgegeben. Und hier unten ist noch ein Dropship, das von den Linken verfolgt wird. Hier haben wir ein Dropship, das allerdings hier von dem Overlord gleich gesehen wird. Und hier stehen ja auch schon Units parat. Also der Terra recht inaktiv, obwohl er jetzt, würde ich sagen, leicht im Vorteil ist. Wenn wir uns das Income anschauen, ist der Terra ein bisschen hinten, aber das macht nicht so viel, denn wenn seine 200-200 Armee mit massig Upgrades erstmal reinhaut, dann muss der Zerg mit dem erhöhten Income meistens nachproduzieren. Naja gut, wem erzähle ich das? Mittlerweile gibt es hier einen Hive-Tag und na, in Minute 17 ist es sozusagen höchste Eisenbahn. Station Pit ist am Start und Pathogen Glands werden hier erforscht. Also sehen wir gleich in naher Zukunft Infestoren, wenn die nicht sogar schon auf dem Feld sind. Und währenddessen hier rumgedroppt wird, gibt es weitere Command Center von MMA. Denn er möchte jetzt seinerseits die nächste Base nehmen. Und seine Position festigen. Dazu nimmt er auch 3-3 Upgrades dazu. Aber ich würde sagen, die vereinzelten Drops von dem Terra gingen ziemlich in die Hose. Das liegt auch massiv daran, dass sein Gegner einfach mal Mutas und Speedlinge hat und einen super Creep Spread an den Tag legt. Schön seine Overlords verteilt. Ich denke, der Terra ist da jetzt nicht konsequent genug auf Overlord-Jagd gegangen. Dieser Overlord, den hätte er da vielleicht erstmal mit dem Viking behaken können oder sowas. Und währenddessen der Terra jetzt hier auf dem Vormarsch ist und ein weiteres Mal Creep vernichtet, um jetzt hier oben die Expo zu zerstören oder vielleicht sogar den Hive, geht jetzt der Zerg auf den Counter-Angriff. Und hier ist noch ein Creep-Tumor. Der verrät, wo der Terra jetzt gerade ist. Okay, der Terra entscheidet sich offensichtlich dafür, zurückzulaufen. Es sind einige Starports am Start. Und der Zerg kann jetzt hier nicht viel erreichen. Die ganzen Marines sind am Start. Die Banelinge haben hier alle SCVs vernichtet. Und die Mutas können noch gerade so im letzten Moment das Orbital Command aufsammeln. Und das ist wahrscheinlich eine ziemlich wichtige Sache für den Zerg. Denn income-technisch können wir sehen, dass er nur noch dass er mit 79 gegen 50 Harvestern jetzt ziemlich gut vorne ist. Und wenn er diese Base jetzt hier zum Laufen bringen könnte. Na gut, der Terra hat jetzt hier ein paar Marines stehen lassen, die nicht mehr daran gehindert werden können, diese Base jetzt einzureißen. Insofern, wahrscheinlich nach wie vor alles offen. Zerg versucht jetzt wieder hier zu exen. Der Terra steht jetzt hier parat. Es gibt keinen Grund mehr, hier unten hinzulaufen. Es stehen sogar noch zwei Marines, die verhindern, dass weiter geäxt wird. Und jetzt der Terra eigentlich in einer komfortablen Situation. Supply-technisch ist der Terra auch vorne, denn durch die Verteidigung dieses Angriffs hier unten geht es ihm relativ gut. Nur income-technisch steht er nicht mehr besonders gut auf den Beinen. Und wir sehen, dass hier ein paar Ultralisten gebaut werden, weil nach dem Hive-Tech wurde jetzt hier der Ultralist-Cavern aufgesetzt. Upgrade ist auch schon bald durch, währenddessen der Spire hier fertig ist. Und die ersten 5 Ultras sind auf dem Feld und zwingen den Terra, sich jetzt erstmal wieder zurückzuziehen. Denn seine Armee ist dafür, dass er 187 Supply hat, nicht besonders groß, ehrlich gesagt. Nee.
hätte ich größer erwartet, sage ich mal. Und hier sind die Tanks ungesieged. Oh mein Gott, jetzt können die ganzen Dinge hier reinrennen. Die Banelinge zwischen den Ultralisken rollern auf die Marines zu und wow, krass. Es ist halt so eine krasse Kombination, Banelinge in Ultralisken reinzustellen. Das werde ich mir auf jeden Fall abgucken. Und dieses Spiel, das... Ich habe mir halt vorgenommen, in Zukunft mehr Protoss zu spielen, um wieder in das Spiel einigermaßen reinzukommen, weil was ich ja momentan zusammenspiele, ist unter aller Sau. Aber wenn ich dieses Spiel sehe, dann möchte ich einfach nur wieder Zerg spielen. Weil, alter, DRG ist so gut, ey, das... Keine Ahnung. Das war gerade so ein geiler Go, das macht super Spaß, als Zerg so zu spielen. Und jetzt ist MMA in einer defensiven Situation wieder. Super gefightet und income-technisch ist der Zerg halt vorne. Er kann jetzt hier sogar seine Echse durchbringen, währenddessen diese hier verhindert wurde. Aber das ist ihm ja wurscht. Der Echst ja immer zweimal, weil er weiß, dass eine eigentlich durchkommen müsste. Genauso auch hier unten. Und der erste Marine hat es gescoutet, der Zerg sofort auf dem Weg nach hier unten, weil der Terra... wahrscheinlich auf dem Weg nach unten ist. Aber offensichtlich hat er keine Ambitionen, da irgendwie was zu unternehmen. Der steht jetzt hier weiterhin passiv und sammelt erstmal seine Armee wieder zusammen. Und ich verstehe nicht ganz, warum hier so wenige Hellions unterwegs sind. Ich verstehe das nicht so und vielleicht könnt ihr mir da helfen, aber ich sag mal, 10 Blue Flame Hellions würden doch jetzt die Armee vom Zerg rapen, oder nicht? Gut, vielleicht ballern die Banelinge die Hellions dann irgendwann mal weg. Okay, dann sind die Banelinge weg und hinten stehen noch ein paar Marines. Schöner Fangel, um den Kampf zu erzwingen. Schön, wie die Ultras hier verteilt stehen. Wow, wie der Zerg diese Armee jetzt hier gerapt hat. Krass. Heftig. Ja, nach dem gewonnenen Fight an auch genau dieser Stelle hier, witzigerweise genau in die Mitte der Map auch, kam der Terra jetzt nicht mehr so wirklich zurück. Insbesondere, weil sein Income halt ständig nicht so goldig aussieht. Weil der Zerg einfach konsequenter seine Base nehmen kann und im Drone-Count einfach besser ist. Hier unten sind ja einige SCVs draufgegangen und MMA hat halt irgendwie auch nicht dran gedacht, seine SCVs nachzubauen, was ich nicht so ganz verstehe. Greater Spire ist am Start. Und Corruptor werden auch schon herangemorpht. Hier oben wird nochmal gedroppt. Aber NP, DRG hat hier noch ein paar Units rumstehen gehabt. Sehr cool. Wie er da so einfach mal so, 7 Supply stehen lässt. Ja gut, jetzt sind es nur noch 5. Um absolut safe zu sein gegen alles, was kommt. Jetzt wird hier nochmal gedroppt. Kein Problem. Alles parat. Die Queen Target feiert. Sofort das Midi weg. Und der Drop wurde abgewehrt. Super, super. MMA einfach insgesamt zu inaktiv und ich glaube, der Work-Account ist selbst für einen Terra zu niedrig. Ich denke, das ist ein Hauptgrund, warum er jetzt hier nicht in die Pushen kommt. Mittlerweile hat er hier nochmal die Base genommen und der Zerg wieder auf 193 Supply. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass die Brutlords produziert werden. Da geht's los. 1-0 Upgrades. Auch das verstehe ich nicht so ganz, warum Zerg dann Angriffs-Upgrades machen und nicht Verteidigungs-Upgrades, weil die Brutlinge profitieren noch von den Zergling-Upgrades. Auch das bitte in den Kommentaren schreiben, ich raff's nicht. Und jetzt die Terra-Armee auf dem Vormarsch zu dem Zerg. Und bevor es jetzt hier zum dicken Clash kommt, möchte ich hier mal ganz kurz erwähnen, der Terra hatte jetzt gut 5 bis 10 Minuten Zeit, sich auf die vielen Ultralisken vorzubereiten. Und was der Zerg jetzt mittlerweile rangeschafft hat, sind Brutlords. Und der Terra hat einfach nichts gegen Brutlords, gar nichts. Nicht ein Viking. Die Marines kannst du eigentlich knicken gegen die Brutlords, wenn sie gut positioniert und gut in den Kampf gebracht werden. Ein Tor, der ein bisschen was gegen die Brutlords ausrichten könnte, viel zu wenig. Und das ist eben jetzt wahrscheinlich der Grund, warum, selbst wenn sich diese Armeen gegenseitig auf... Wow, der Zerg läuft weg. Wenn sich diese Armeen jetzt gegenseitig aufreiben sollten, dann werden trotzdem die Brutlords am Ende dastehen und alles, was nachkommt, von dem Zerg vernichten. Wenn dessen der Zerg nur noch Korrupter nachbauen muss. Und diesen Vorteil hat er sich herausgespielt, dadurch, dass er
schöne Runbys gemacht hat und den ein oder anderen Kampf hier in der Mitte ziemlich devastating gewonnen hat. Besseres Income hat. Und das ist halt so der kleine Kick, warum gute Zergs mit einer 200-200 Supply Army gewinnen und schlechte Zergs, so wie ich, mit einer 200-200 Supply Army einfach nicht gewinnen. Und sich denken, Terra ist scheiße immer. Aber aus der Sicht des Terraners sieht es wahrscheinlich ganz anders aus. Hier unten ist nochmal ein Dropship. Allerdings hat der Zerg das frühzeitig gesehen. Und ich glaube, der Zerg läuft vor diesem Kampf weg, weil er wartet, dass er mehr Broodlords hat und nicht zwei zeigt. Weil zwei, drei Broodlords sind dann eben doch zu unwichtig. Aber wenn man erstmal so fünf, sechs Broodlords hat, dann geht's ab. Jetzt könnte hier... Wo sind eigentlich die Infestoren? Da hinten kommen die Infestoren nach. Bisschen zu spät für einen Fangel. Und whoops, die Banshees killen nur einen Infestor. Das hatte sich der Terra wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Und der Terra jetzt auf dem Rückweg, denn er hat die Broodlords gesehen. Und Panic Mode könnte man jetzt eigentlich denken. Nein, er baut zwei Medivacs. Wenn, wie gesagt, der Zerg tatsächlich jetzt Corruptor nachbaut, weil er weiß, aber als Follow-up wird er... Oh, was für ein Fangel und was für Banelings schon wieder. Wow, wie krass. Wird der Terra Vikings bauen? Das macht er gar nicht. Die Corruptor, die jetzt gleich nachkommen werden, werden nur die Medivacs aufsammeln können. Und ich glaube, MMA ist, wie auch in den anderen Spielen, ein bisschen im Panikmodus. Was will er denn bitte mit einem Dutzend Medivacs? Ich denke, da hat er auch übertrieben. Das sind halt irgendwie nochmal 10 Supply. Es zieht sich echt durchs ganze Spiel, dass der Terra irgendwie nicht konsequent genug aufspielt und so kleine Fehler macht, die auf diesem Niveau natürlich stark ins Gewicht fallen. 11 Medivacs, what the fuck? Und wow. Okay. Der Ultra hat nicht alle kaputt bekommen. Ah, aber die Marines. Die Linge haben es jetzt geschafft. Hier oben nochmal wieder das Dropship. Völlig irrelevant, denn hier unten steht mittlerweile eine Base. Und hier ist einfach nichts mehr am Start, was jetzt dem Terra irgendwie noch helfen könnte. Ja, naja, Planetary Fortress, die einigermaßen läuft, auch mit zu wenig SCVs, keine Ahnung. Fantastisch. Wie der Zergstrom hier jetzt einfach nicht mehr abreißt. Ich liebe es. Die Terra jetzt auf 199, 98 Supply runter, verliert jetzt hier seine Building Structures. Und ich denke, das ist jetzt nur eine Frage der Sekunden. Genau, da kommt das GG von MMA und Don Ragoon, oder wie auch immer man ihm jetzt aussprechen mag. Eine Runde weiter. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob jetzt hier nach das Grand Final kommt. Ich habe das System grundsätzlich nicht so ganz verstanden von diesem Turnier. An dem nur 4 Leute teilgenommen haben. Aber ist ja auch wurscht. Wir wollten uns ja auch nur diese Best-of-5-Series im TVZ raussuchen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Donnerstag habe ich mir wieder eine Serie rausgesucht, die ich casten werde. Ich habe ja Hoffnung, dass bis dahin die MLG New York rauskommt. Und ich mir noch ein paar ZVPs angucken kann. Genau. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Schaut mal auf meiner Seite vorbei, henningk-blog.de. Abonniert meinen YouTube-Channel. Wie gesagt, schaut auf homerj.de vorbei. Und wenn ihr dort Replays aus diesem Turnier seht, dann schreibt mal was in die Comments. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.